Hi Leute, das ist Anu hier. Beim gestrigen State of Play von Sony hat Capcom einen neuen Trailer gezeigt, einen Gameplay-Trailer zu Monster Hunter Wilds. Und der hat uns nicht nur neue Monster gebracht, sondern unter anderem auch das Flagship-Monster für Monster Hunter Wilds und endlich das Release-Datum. Ich habe ja spekuliert mit März, Mitte März. Jetzt wird es offiziell der 28. Februar. Ich meine, das ist faktisch schon März, aber das ist gar nicht mehr so lange hin. Es ist echt krass. Ich freue mich wirklich. Und was am Ende noch gezeigt haben, bevor wir zu den Monstern gehen, gehen wir gerade durch die ganzen Boni, die es gibt. Weil Monster Hunter für mich eines der Games, Capcom steht für Qualität. Und ich habe, bisher haben sie mich noch nie enttäuscht in den ganzen Monster Hunter Teilen, die ich gespielt habe davor. Mit Rise und World. Und da lohnt sich meines Erachtens definitiv mal vorzubestellen. Und den Pre-Order-Bonus, den man bekommt, ist eine Layered Armor vom Guild Knight Set und einen Hope Charm Talisman. Und exklusiv, wenn man auf der PlayStation spielen sollte, gibt es ein Monster Hunter Wilds Digital Mini Artbook. Wie gesagt, das gibt es nur, wenn man die PlayStation-Version im Store vorbestellt. Und dann gibt es natürlich auch verschiedene Deluxe-Editionen, unter anderem die Premium Deluxe Edition, die das Basisspiel enthält, 3 DLC-Packs und nochmal Premium-Boni, sowie Layered Armor für den Palico und für Sykret natürlich noch ein paar Dekorationen, ein paar neue Gesten, Airstyles, Make-ups, Sticker, ein Hunter-Profil und einiges anderes. Und noch halt, wie gesagt, die kosmetischen DLC-Packs 1 und 2. Das Ganze unterteilt sich dann in die Standard-Edition, die Deluxe-Edition und halt die genannte Premium-Deluxe-Edition. Was auch sehr, sehr cool ist, aber was Capcom halt öfter auch macht, ne? was ihre Games angeht. Wenn man Monster Hunter World gespielt hat und Monster Hunter World Iceborne gespielt hat und man hat da einen Speicherstand, dann bekommt man diesbezüglich auch noch ein paar extra Goodies on top. So, aber kommen wir mal direkt zu den drei Monstern, die sie da gezeigt haben. Und ganz besonders freue ich mich auf das Flagship-Monster. Wie gesagt, ich freue mich da auf eure Kommentare. Ne? Ich weiß, dass es viele von euch gibt, die das Monster Hunter Franchise schon seit deutlich längerem kennen. Ich bin ja erst mit World eingestiegen und ich kenne dieses Monster hier gar nicht. Das ist das neue Flagship-Monster Arkwelt, der weiße Geist. Arkwelt, ein Monster, das in der Kommission als weißer Geist bekannt ist. Er besitzt außergewöhnliche kettenartige Flügelfortsätze. Diese Spezies galt lange Zeit als ausgestorben. Ihre Lebensweise ist nach wie vor ein Rätsel. Es sieht auf jeden Fall mega geil aus. Richtig geiles Vieh. Dann hat man auch noch in dem Trailer Ud-Duna gesehen, was auch sehr, sehr cool aussieht. Ud-Duna hat den Hauptlebensraum im Kaminwald, wovon wir auch im Trailer einiges gesehen haben. Richtig, richtig cool sieht das aus. Das ist ihr Territorium und wir sind Eindringlinge. Ein Leviathan, der als Spitzenpredator über dem Kaminwald gebietet. Er hat sich an wasserreiche Umgebungen angepasst und wird am häufigsten während der Regenflut gesichtet. Er nutzt die Feuchtigkeit um seine eigenen Körperflüssigkeiten, um einen schützenden Schleier um sich herum zu bilden. Und zusätzlich haben wir noch Kematrice gesehen. Das sieht aus wie ein Feuergockel, so ein bisschen. Kematrice im Kampf wifern mit überproportional langem Schwanz. Sie verstreuen eine brennbare Substanz und entzünden sie, indem sie mit ihrem Schwanz über den Boden ziehen. Oft sieht man sie mit anderen kleineren Fleischfressern um Aas kämpfen. Hauptlebensraum ist die Windebene für Kematrice. Also ich freue mich wirklich, wirklich sehr. Es dauert nicht mehr so lange, bis es losgeht. Und wir werden noch alsbald mit unserer Coverage beginnen, weil Monster Hunter Wilds steht bei mir absolut auf dem Speiseplan. Und ich hoffe, dass es auch viele gibt, die einfach mal Bock haben, was Neues auszuprobieren und auch mit am Start sind, weil das hier wird richtig, richtig groß. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir gerne ein Abo, Like da, schaut gerne mal auf Twitch und bei uns im Discord vorbei. Und ich sage, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bye.